Täglich gebrauchen wir Dinge und nutzen Dienstleistungen, für deren Herstellung oft gefährliche Substanzen benötigt werden. Denken wir nur an die Betriebe, die chemische Substanzen für industrielle Fertigungen herstellen oder benötigen. An die Substanzen, die es braucht, um Gegenstände des täglichen Lebens herzustellen. An die chemischen Produkte, die wir zum Reinigen benötigen. Und natürlich auch an all die Brennstoffe, die wir für unsere Fahrzeuge, zum Kochen oder zum Heizen benutzen. Und an die Düngemittel für die Landwirtschaft. Damit alle diese Dinge in unserem Alltag niemals ausgehen, ist es natürlich nötig, dass Tag für Tag auf unseren Straßen die unterschiedlichsten Waren transportiert werden. Darunter auch viele gefährliche. Auf unseren Straßen werden also gefährliche Güter unterschiedlichster Art transportiert. Anteilsmäßig sehr bedeutend ist der Transport von Mineralölprodukten wie zum Beispiel Benzin, Diesel und Gas, die alle leicht entflammbar sind. Wenn auch in geringer Anzahl, werden weitere giftige, ätzende oder gar explosive Stoffe transportiert. Neueste Studien haben bewiesen, dass der Transport von Gefahrengütern nicht an sich als gefährlich angesehen werden kann, da die gültigen Regelungen diese Art von Transporte sehr sicher machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich überhaupt Unfälle bei Gefahrenguttransporten ereignen, ist sehr gering. Sobald Gefahrguttransporte sich im Straßenverkehr bewegen, können sie aber zu gefährlichen Verkehrsteilnehmern werden. Falls so ein Transport nämlich in einen Unfall verwickelt wird, kann dies verheerende Auswirkungen auf Menschen und Umwelt haben. Unfälle mit Fahrzeugen, die für Gefahrenguttransporte eingesetzt werden, verursachen vielfältige Kosten für die gesamte Gesellschaft. Die Sicherheit der Gefahrguttransporte ist deshalb eng mit der allgemeinen Sicherheit im Straßenverkehr verknüpft. Mehr Sicherheit im Transport von Gefahrgütern kann man durch unterschiedliche Maßnahmen erreichen. Die Planung der zu befahrenden Strecke, die Risikoprävention bei Gefahrguttransporten auf der Straße und ein optimales Management bei eventuellen Notfällen sind die grundlegenden Ziele, die erreicht werden müssen, um mehr Sicherheit für alle zu gewährleisten. Wichtig ist, dass das Notfallmanagement immer bereit ist, auf Unfälle mit Fahrzeugen, die für Gefahrguttransporte eingesetzt werden, zu reagieren. Wichtig ist, dass bei Unfällen in erster Linie das Notrufsystem schnell und effizient reagiert und somit zeitnah die richtigen Rettungsmannschaften alarmiert und eingesetzt werden. Achtung, erste Mannschaft, den Gefahrguteinsatz. Besonders wichtig ist es, dass Rettungs- und Notfallmannschaften jederzeit über die geeignete Ausrüstung verfügen. Die ständige Fortbildung der Fahrer von Fahrzeugen für den Gefahrguttransport und der Rettungskräfte sowie die Beherrschung aller verfügbaren technischen Hilfsmittel sind natürlich grundlegende Voraussetzungen für einen effizienten Notfalleinsatz. Übungen haben zusätzlich das Ziel, die Bevölkerung und die Verantwortlichen auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen. Das ADR ist das Europäische Übereinkommen über den internationalen Transport gefährlicher Güter auf der Straße. An den Fahrzeugen, die gefährliche Güter befördern, muss eine orangefarbene Warntafel angebracht sein. Die obere Zahl an dieser Tafel, die sogenannte Kemmler-Nummer, gibt Auskunft über die Art der ausgehenden Gefahr. Die in der unteren Hälfte der Warntafel enthaltene zweite Zahl entspricht der UN-Nummer, der Kennnummer des Transportgutes. Die vorne und hinten am Fahrzeug anzubringende rechteckige Warntafel muss eine Größe von 40 cm x 30 cm haben. Die Zahlen auf orangefarbenen Untergrund müssen 10 cm hoch sein. Jeder von uns könnte plötzlich in eine Lage höchster Gefahr geraten. Die Feuerwehr, die Rettungsdienste und alle anderen Notfallmannschaften sorgen für die Sicherheit der Bevölkerung, sowohl im alltäglichen Leben wie auch in besonderen Gefahrensituationen. Diese Organisationen können aber nicht immer überall und gleichzeitig einsatzbereit sein. In bestimmten Situationen verzögert sich leider auch die Hilfe.
Und diese Zeit soll natürlich auch genutzt werden. Denn manchmal kommt es auf jeden Augenblick an, um ein Menschenleben oder ein anderes Gut zu retten. Das sind Minuten, in denen jeder von uns nur auf sich selbst gestellt ist. In diesen Situationen ein korrektes Verhalten an den Tag zu legen, heißt aktiv zur eigenen Sicherheit beizutragen. Falls man den Verdacht hat, dass es sich um einen Unfall mit Gefahrengut handeln könnte, ist es wichtig, dies mit einem Notruf an die Notrufnummern zu melden. Die Nummer 112 ist die einheitliche Notfallnummer in der gesamten Europäischen Union. Diese Notfallnummer kann von jedem Handy auch ohne SIM-Karte angerufen werden. Bei einem Notruf sollten folgende Angaben gemacht werden. Wer ruft an? Was ist passiert? Wo ist es passiert? Wie ist die Lage? Falls Sie sich im Freien in der Nähe des Unfallortes befinden, sollten Sie sich von der Unfallstelle entfernen und auf die Rettungsmannschaften warten. Auf keinen Fall sollte man sich einem Fahrzeug nähern, von dem man glaubt, dass es Gefahrgut transportiert. Rauchen Sie nicht und verwenden Sie nichts, was Funken produzieren kann. Feuerzeuge, Kerzen, Zünder und so weiter. Schalten Sie auch keine elektronischen Geräte ein. Im Fall eines Unfalls mit Gefahrgut bietet ein geschlossener Raum den besten Schutz. Giftige Gase verbreiten sich überall in der Luft. In schweren Fällen sollte man versuchen, keine Luft in die geschlossenen Räume eindringen zu lassen. Man sollte also Fenster und Türen schließen und Klima- und Lüftungsanlagen ausschalten. Es ist ratsam, mit einem feuchten Tuch Mund und Nase zu schützen. Auf jeden Fall müssen die Anweisungen der Rettungskräfte genau befolgt werden. Bis zu ihrem Eintreffen sollte man sich ruhig verhalten und versuchen, auch andere, besonders ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Behinderung zu beruhigen. Wer diese einfachen Ratschläge befolgt, schützt sich selbst und hilft den Rettungskräften.